So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread, letztes Mal haben wir den Plasma-Beam erhalten und dabei sämtliche X freigesetzt, was aber offensichtlich Plan von dem Chozo-Krieger ist, der die Metroid-DNS von uns haben möchte. Ah, moin! Ich mache erstmal wieder Krach. Ja, das sitzt nicht so geil. Also, wie hat der uns denn jetzt nicht erkannt? Holy shit. Hat der uns nicht mehrmals im Visier gehabt? Wirkte zumindest auf mich so. Aber wie soll ich denn an dem vorbeikommen, wenn ich da, wenn der da, also, hä? Ja, hä? Ich mein so, ja, okay. Das ist jetzt nicht so gut. Ich bin gar nicht da. Schau. Uff, okay. Ja, hier komme ich nicht hoch, ne? Nee. Muss also hier hoch. Einfach die ganze Ansammlung. Oh, es geht direkt wieder ins Gebiet zurück. Och, nee. Will das nicht. Aber ich glaube, es gibt sowieso. Ja, da ist sowieso kein großer Weg außenrum. Also, es geht jetzt wirklich Stück, Stück, Stück immer. Oh Gott, das geht jetzt ewig lange durchs Gebiet. Oh no. Das geht jetzt ewig lange durchs Gebiet. Eieiei. Und zwar zwei Möglichkeiten. Einmal die Grapplebeam-Schleuse und die normale. Hä, war es jetzt nicht egal? Völlig egal, welche man geht, okay. Ach Mensch, ich könnte... Ich aufregen mit der Steuerung manchmal. Ja, nee! Oh mein Gott, ciao. Kerl, oh Gott, ja, das ist alles für ein Eisbeam. Ich sehe da schon. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, übrigens. Vor allem, die Dinger sind einfach wieder eingebrochen. Ja, wie lange halten die denn? Ihh. So Zeitdinger mag ich ja gar nicht. Komm her! So. Wie soll ich das denn? Das geht nicht. Ich würde sagen, das geht noch nicht. Müssen wir dafür vielleicht leichter werden, dass die Dinger uns aushalten? Ich glaube, ich kann den da noch nicht rausziehen. Ja, guck mal, sobald ich, ne? Also ich glaube, das geht noch nicht. Weiß es nicht, aber ich glaube, das geht noch nicht. Okay, da ist ein Speicherraum. Nee, fühle ich noch nicht. Ah, nein, ich kann die Plattformen vereisen. Ja, das ist auch Eisbeam-Geschichte. Okay. Safe ist das eine Eisbeam-Geschichte. Oh, moin. Cool. Ah, ich dachte, ich kann den dingsen, aber dann halt so. Ciao. Ging's da noch hoch? Nee, okay.
Aua. So geht es nicht. Na dann halt nicht. Ach so. Ja, ich würde es ja, auf mich drauf schmeißen, wenn ich es da rausziehe. Das geht erst, wenn ich den kaputt machen kann. Ja, okay, hab's verstanden. Don't blame me. Wie komme ich da ran? Ah, das ist, da ist ein grüner Teleporter. Den anderen grünen Teleporter haben wir schon mal gesehen. Da kommen wir im Moment wahrscheinlich noch nicht dran. Vielleicht auch schon. Yo! Hier brauche ich einfach Dings. Weißt du schon. Screw Attack. Ich hoffe, die lässt sich gut steuern, die Screw Attack. Es gibt Spiele, da lässt die sich echt nicht gut steuern, aber ich denke mal, dass sie es mittlerweile gut gemacht haben. Okay, wie komme ich da hoch zu diesem... Auch. Ach so, ah, I see. Komme ich nicht hoch. Okay, alles klar. Schade. Oh, lol! Nee, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Doppelsalto. Ach, einfach Doppelsprung. Sweet. Das ist also sowas wie der Space Jump. Aber, okay. Nice. Ja, Gravity Suit brauchen wir auf jeden Fall noch. Ah, schön, Doppelsprung. Aber klappt nicht immer. Hä? Hä? Ah, okay. Gut, dann zurück. Coole Sache. Einfach mal einen Doppelsprung bekommen. Einfach so. Klappt aber unter Wasser eben nicht. Ja, ich sehe schon. Nur so, dass man... Okay, man kommt weiter rüber. So, so, aber man kommt nicht höher. Ich verstehe. Ich verstehe, Spiel. Ich verstehe. Und jetzt komme ich hier auch nicht runter, na? Jetzt, okay. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Also hier wieder zurück. Also hier entspannt wieder zurück. Was? Ah. Alter, das geht alles kaputt, Mann. Das geht nicht kaputt. Na, immerhin ein, was geht nicht kaputt. Cool. Oh, hier ist die grüne Tür. Für die grüne Tür. Ah, I see, I see. Was ist denn jetzt kaputt? Oh, nee, nicht schon wieder so ein Viech. Diese dämlichen... Oh mein Gott, ich muss öfter gegen die kämpfen. Ist das jetzt die gleiche Scheiße wie beim ersten Mal? Ah, verflucht. Also muss ich dann auch noch am Ende Dings machen? Hier, Quicktime-Event. Ja, es ist die gleiche Scheiße. Oh Gott, okay. Also wenn wir es öfter mit solchen Kriegern zu tun haben.
So. Yes. Oh Gott, ja. Okay. Ciao. Sheesh. Ah, kein Fan von den Dingern. Absolut kein Fan. Eieieiei. Okay. So, jetzt geht's... Ach, jetzt komme ich hier wieder hin. Und dann kann ich jetzt... Ja, wohin soll ich denn jetzt... Ah, jetzt kann ich hier hoch. Ich verstehe. Okay, I see, I see. Wir nähern uns wirklich dem Ding. Wir kommen da heute noch hin. Wir kriegen heute noch den Eisbeam. Finde ich gut. Danke, Arsch. Ja, kommt halt ran, Freunde. Ist er weg? Nein. Jetzt. Komm her! Komm her! Jetzt verwandelt er sich wieder in irgendein Ding. Oh, come on. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ah. Ja, das schon eher. Wo war's? Was hat mich denn jetzt wieder... Oh. Ich habe nichts gesehen. So. Okay, auf geht's. Also jetzt hier wieder zurück einfach nur. Also nur ist relativ, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nein! Schade. Da haben sie mich wohl absorbiert. Ach komm, also nicht absorbiert, aber die DNS, die DNA entzogen, die Metroid-DNA. Wobei, wenn das das Ziel von ihm wäre, könnte er es ja jetzt schon machen. Also, das bleibt ein bisschen komisch. Ja, genau, mitten rein, ja, es ist schon, ja, freilich. Oh mein Gott! Ja, super. Ja, super. Hat beim ersten Mal funktioniert. Ach, komm, ey. Ja, Alter, wie soll... Entschuldigung? Was soll ich denn da durch, wenn der mir im Gesicht spawnt? So, diesmal oben rum, nicht unten. Das war mein Fehler vorhin. Und zwar der einzige. Okay. Ja, wir können so von Glück reden, dass sie an ihr Gebiet gebunden sind. Imagine einfach, die könnten überall rumlaufen. No! Wo ist das Ding? Komm ran. Alter. Okay. So. Und jetzt geht's hier irgendwie da nach unten zu dem Ding. Ich
ich kann hier unten durch, ne? Und da ist es. Wir sind da. Wir sind da. Wir kommen direkt ran an die Geschichte. Sehr nice. So. Ab dafür. Also das ist wirklich immer sehr einfach, muss ich gestehen. Okay. Jetzt eine gute Stelle finden, nicht vereisen lassen von dem Ding. Und dann war's das. Dann haben wir den Eisbeam. Sehr gut. Aber jetzt gibt's erstmal wieder mit der Omega-Kanone aufs Maul. So, wo ist er? Ich finde das hier alles als Stelle zum Kämpfen recht unangünstig bisher. Ah ja, moin! Wo kommt er jetzt? Wo kommt er jetzt? Ach, ihr... Direkt bei mir kommt er. Ja gut, das ist, hat er sich einen guten Weg überlegt, muss man ihm gestehen. Ja. So, komm ran. Perfekt. Weil jetzt muss er nämlich da oben rum und dann haben wir ihn. Wir haben ihn. Easy. Denk gar nicht erst dran. Ah, es reicht nicht. Scheiße, es reicht nicht. Ach, Mist. Es reicht nicht. Ah, verdammt, ich muss ihn besser treffen. Okay. Aber ich glaube, das ist eine gute Stelle. Ich glaube, das ist eine gute Stelle für ihn. Hallo? Hä, wieso hat er jetzt nicht aufgeladen? Irgendwas habe ich verkackt. Irgendwas habe ich beim Aufladen verkackt. Okay. Nochmal das Aufladen kurz testen. Ach, die Taste war es. Ja, scheiße, siehste? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, natürlich. Nicht die, sondern die. Okay. Nein! Ja, so ist gut. Ich hab die Taste losge... Ey, ich bin zu blöd für die Steuerung bei Metroid. Das ist doch unfassbar. Nochmal. So, anvisieren, aufladen... Feuern. Ich muss nochmal schießen. Ich darf nicht einfach nur loslassen. Es ist doch nicht Klavierspielen. Ich muss das doch koordiniert bekommen. Meine Güte.
Das wäre es nämlich gewesen. Das wäre es gewesen. Also hier ist genau richtig. Nein, 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 ich habe ihn zu langsam getroffen. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird verdammt knapp. Yes! Aua. Das gehört. Ich habe mir den Kopf an der Wand gestoßen. Au. Oh Gott. Vor Freude mit dem Kopf nach hinten gegen die Wand. Aha. Sehr schön. Ach, Missiles sind das. Okay, auch in Ordnung. Das ist halt kein Eisbeam. Stimmt, es war, glaube ich, noch nie ein Eisbeam, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es sonst... Ich glaube, es war... Ja, ich glaube, es war immer eine Eismissile. Ja, es kommt hin. Okay, cool. We did it. We did it. So, das ist gar nicht mal so ein großes Emmy-Gebiet, muss ich sagen. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann haben wir hier gar nicht so viel zu tun. Na, hier ist eigentlich, ne, hier ist eigentlich tatsächlich auch gar nichts, was wir tun müssten. Hier geht es wahrscheinlich richtig weiter. Oha, okay. Ja komm, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Ja, dann haben wir erstmal Aufladung und so weiter und so fort. Achso. Genau. Oh, okay, den schnappen wir uns direkt in Energy Tank. Oh, okay, ich dachte, der ist kaputt dann. Aber das war nix. Ja, das funktioniert genauso, wie ich das wollte. Sehr schön. Jetzt können wir die ganzen roten Dinge auch alle zerstören. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht hier weiter nach oben. Sondern erstmal hier den Special-Kram holen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Dinger jetzt auch einfrieren kann. Genau. Ja, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Also das geht, es hält eine Weile, aber auch nicht sehr lange. Aber lang genug, um da rauszukommen. Ach, Mensch, ein Scanner. Yes! So, was gibt's hier Hübsches? Ah, ich muss noch mal mit Raketen da reinschießen. Ey, Spiel. Verarsch mich halt nicht. Stimmt, das hier unten geht jetzt ja auch weg. Also, dann schießt halt nochmal Raketen da rein. Ah, nice. Okay, das ist schon ein Herzteil, nehmen wir gerne mit. Ein Herzteil nehmen wir sehr gerne mit. So. Dann ist hier die Verbindung dahin. Erzählen wir direkt ihm was Neues oder ist es nur zum Speichern jetzt? Okay, wir speichern nur. Wir erzählen ihm nichts Neues. Na gut. Gut, hier blinkt es so fröhlich vor sich hin. Na, gucken wir halt ganz schnell, was da ist. Ob wir da rankommen. Es könnte halt wieder überall... Ach.
Wir probieren es einfach kurz aus. Ist ja egal. Fies wäre es, wenn es jetzt dahinter wäre, ne? Das wäre fies. Also hier ist schon mal nix. Nee, also da ist schon mal nix. Okay, in dem Bereich glaube ich, es passt auch nicht. Dann ist es bestimmt auf der anderen Seite. Ach, dann kannst du mich jetzt mal... Dann soll es vor sich hinblicken. Ah, nee, ich habe eine Idee. Vielleicht da unten. Nee, auch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Na gut. Dann ist vielleicht da. Okay. Dann... Nee, da will ich eigentlich nicht hin zurück. Will ich hier noch was? Ah, hier können wir... Ah, stimmt, jetzt können wir hier... Ah, guck mal, das ist direkt das nächste Transportgebiet. Aber hier ging es halt auch nach oben. Ah, da wäre auch wieder ein Transportgebiet. Ist vielleicht echt schwierig, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Wir gehen jetzt erstmal hier nach oben weiter. Das war sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht bewegt. Leider in der B-Note dann abgestürzt. Oder auf den hätte ich gar nicht drauf gekonnt, okay. Die halten viel zu kurz. Nein! Ach Mensch! Ach Mensch! Jetzt aber. Haben wir jetzt alle weg. Gut. Jetzt kommen wir hoch. So. Da ist so ein Ding. Wir gehen erstmal hier hoch. Und hier gehen wir nicht. Ist das nur für die Missiles hier? Oh shit! Oh lol! Wieder so ein Ding! Für die Dings, für die, hier, weißt du schon. Oha! Einfach noch eine neue Fähigkeit? Was ist denn das jetzt? Pulsradar. Was bist du denn? Eine Ion-Fähigkeit, die es Samus ermöglicht, ihre Umgebung mit der Scheibe abzutasten. Was für eine Taste? Die da, wa? Okay. Aber welche Tasten werden eigentlich nicht genutzt bei dem Spiel? Jo, aber das ist voll gut. Das macht es jetzt so viel leichter, Verstecke zu finden. Holy shit, das ist voll gut. Das ist so wichtig. Oh mein Gott, ja.
hier oder was? Ah. Okay, cool. Dann kann ich jetzt ja viel leichter mit diesem Geblinke-Zeug umgehen. Coole Sache. Sehr nice, dass wir das gefunden haben. War hier noch was? Nein. Aber hier war doch bestimmt noch was in die andere Richtung, genau. Oh, da falle ich jetzt runter. Ja, war klar. Scheiß Dreck. Okay. Oh, aber hier komme ich wieder hoch. Ja, trotzdem nützt mir das nichts. Nee, da komme ich hier nicht ran. Da komme ich nicht ran. Okay. Ah, das ist die Stelle. Was sind das dann hier eigentlich für Dinger? Auch wahrscheinlich, ja, genau. Die Teile. Okay, für die, hier weißt du schon. Dings für den Screw Attack. Ach, jetzt habe ich aber hier wieder den Weg zugebaut. Ah, ist doch scheiße. Wobei ich da eh nie wieder runter wollte. Nee, da wollte ich eh nicht mehr hin. Okay, alles gut. Alles gut. Ist okay. Yo! Damit sind wir schon wieder beim nächsten Transport. Irgendwo hin. Wo führst du hin? Ah, es geht nach Ferenia zurück. Natürlich. Wir räumen jetzt Ferenia auf. Okay. Wir gucken nochmal kurz. Dann komme ich da noch gar nicht hin. Da komme ich erst hin, wenn ich die Screw Attack habe. Also das wird ganz am Schluss sein. Ja, und das ist dann der Weg, oh mein Gott. Das wird dann langsam Richtung Schiff gehen. Aber das geht tatsächlich erst, wenn ich die Screw Attack habe. Und die kriegt man mal, normalerweise kriegt man die zum Schluss. Okay. Ja, dann würde ich sagen, jetzt würde ich zwar fast gerne nochmal, wo bin ich denn jetzt? Bin ich davon ewig weit weg? Ah, ich müsste hier aus... Hä? Nee. Hä? Ach shit, ich komme jetzt wieder gar nicht zurück. Ah, fuck. Ich müsste so zurück und... Nee, da komme ich auch nur da raus. Ah, also... Dass man sich mit den Dingern den Weg so ein bisschen zubaut, weiß ich nicht, finde ich nicht so cool. Weil das... Ja, jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Müsste ich... Ah, also das Backtracking wird sehr unangenehm. Das Backtracking in dem Spiel wird sehr, sehr unangenehm werden. Ich weiß noch nicht, ob wir 100% machen. Das weiß ich echt noch nicht. Aber vielleicht gibt es Spieler uns noch mehr Hilfen. Wie jetzt zum Beispiel diesen Sensor. Der ist schon mal super. Der ist schon mal eine sehr coole Geschichte. Und vielleicht kommen ja noch mehr Hilfen dazu. Na, kann ja alles sein. So. Wir haben noch gar nicht gesehen, was der Emmy hier kann. Was der für eine Fähigkeit hat. Aber hier werden wir jetzt wahrscheinlich auch auf den anderen Typen wieder treffen, der jetzt ja verwandelt wurde. Fürchte ich fast. Ah ja, moin, da komme ich wieder nicht durch.
Entschuldigung, oh mein Gott. Also ich weiß halt nicht, wie ich hier... Nee, das hat schon mal nicht funktioniert. Wie lang ist der Weg hier noch zu sehen? Ja, es könnte hinhauen. Alter! Mach dich weg. Ja, toll. So komme ich halt... Das hat fast funktioniert. Neuer Versuch. Ah, Scheißdreck. Neuer Versuch. Nein! Ah, fast. Wie mache ich... Hä? Ich dachte, ich kann das mit dem Morphball doch auch machen irgendwie. Ach, scheiße. Wir kriegen das hin. Ich glaube, hier kriege ich es hin. Yes! Oh, lol. Okay, was haben wir hier? Ah, ja. Hä? Aber wie kann ich... Oh. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Also, wie kann ich denn jetzt hier mit der Kugel da dann nochmal zusätzlich hochkommen? Also, das verstehe ich nicht mehr. Na gut, lassen wir das. Ah, hier ist bestimmt irgendeine... Ja, okay, alles klar. Ich könnte mir denken, wir bekommen langsam dann auch den Laser, der für das hier irgendwie verantwortlich ist. Yo, die machen einfach Kavum. Aha. Hä? Da komme ich schon mal nicht hoch jetzt. Ne, ne, keine Chance. Okay, wir erzählen wieder was. Und dann schließen wir ab mit Aufnahme und Part. Reicht dann auch. Dann werden Sie geladen. Zone Phyrenia scheint eine Zufluchtsstätte gewesen zu sein. Die Mogin hielten hier Zeremonien ab und vollzogen Rituale. Jetzt liegt alles in Trümmern. Vermutlich wurde sie im Chaos nach der Ankunft der X zerstört. Das würde sich mit den Erzählungen von Quiet Rope decken. Hat er jetzt auch schon gecheckt, dass Quiet Rope sozusagen jetzt böse, also was heißt böse, das von X infiziert wurde? Die X haben die Zone in ein Nest verwandelt. Zudem konnte ich die Anwesenheit eines ungewöhnlich starken X feststellen. Quiet Rope. Vergiss nicht, dass die Emmy in dieser Zone durch Gelände hindurchschauen und Gegner mit einem elektrischen Schuss betäuben können. Ach so, ja, ist okay. Meine Sensoren zeigen an, dass dieser Emmy reaktiviert wurde. Wir können davon ausgehen, dass Weltenbeak auch dahinter steckt. Nutze deinen Phantom und Anweise, dann solltest du nichts zu befürchten haben. Ja, ich versuch's. Sei vorsichtig, Samus. Ja, danke.
Ich versuche es doch, Adam, ich versuche es doch. So, aber jetzt ist hier erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Auch für mich ist jetzt Schluss mit der Aufnahme. Es waren wieder ein paar Parts, die ich aufgenommen habe. Und ja, tschüss.